Moin, liebe Salesfreier. Homeoffice-Mittag, ihr kennt die Geschichte. Wenig Zeit, wenig Aufwand. Heute gibt es einmal mexikanische Flammkuchen. Mir ist leider kein bescheuerterer Name eingefallen für das, was es heute gibt. Ich habe nämlich Tortillas hier, ich habe Speck und Zwiebel da und Käse, beziehungsweise Creme fraiche. So. Creme fraiche. Und im Grunde genommen sind eigentlich nur die Tortillas das Mexikanische daran. Es werden hier keine Elsässer Flammkuchen gemacht. Bleibt geschmeidig. Auf den Flammkuchen Elsässer Art kommt, glaube ich, nur Zwiebel und durchwachsener Speck. Dann so eine Mischung aus Creme fraiche und Sauerrahm oder nur Sauerrahm. Whatever. Zu keinem Zeitpunkt dieses Videos behaupte ich, dass das hier originale Flammkuchen sind. Also bleibt geschmeidig. Das ist einmal ganz normales Essen. So ein bisschen aus Resten, so ein bisschen auch nicht. Erstmal den Ofen vorheizen. Und zwar nehme ich Umluft-Ober-Unterhitze plus die höchste Temperatur, die ich hier erwischen kann. Und lasse das Ding schon mal schön vorheizen. Das Gute ist, wenn die im Ofen sind, brauchen die überhaupt nicht lang, bis die soweit sind. Als allererstes habe ich hier noch eine halbe Zwiebel aus dem Kühlschrank. Das kommt mir sehr entgegen, brauche ich nicht mehr pellen. Die schneide ich mir jetzt einfach so klein, wie es geht. Könnt ihr euch natürlich auch gerne größer schneiden. Je nach Geschmack. Dann müssen wir uns hier noch so ein bisschen das, was oben drauf kommt, zurechtrühren. Ich mag es gerne, wenn das eine kleine Spur flüssiger ist, als jetzt so ein dickes, dickflüssiges Creme fraiche Zeug hier. Verletzt euch dabei nicht, macht euch schon mal ein Loch unten rein, damit da gleich Luft durchziehen kann. Boah, das hat schon mal fast ganz funktioniert. Hier könnt ihr übrigens auch schön Sauerrahm nehmen. Oder wenn ihr noch was habt, irgendwie auf Frischkäsebasis, geht natürlich auch. Wenn ihr Kräuter habt, macht euch da noch schön Kräuter rein. Das Zeug hier muss ich wahrscheinlich nicht mal mehr würzen. Nö, hier ist schon Salz drin. Vielleicht eine kleine Prise Pfeffer. Mehr dann aber auch nicht. Und damit es dann eben auch flüssiger wird, einen ganz kleinen Schuss Milch mit rein. Macht lieber langsam Milch rein und dann schneller. Sonst fangen die Zweifel an, wie bei mir, dass es vielleicht zu flüssig wird. Reingeben ist einfach, rausholen ist schwer. Besagte Prise Pfeffer. Und dann bereiten wir uns die Bad Boys hier mal vor. Oh. Drei esse ich bestimmt. Und jetzt, no big deal, ein bisschen was von eurem Zeug hier drauf. Schön verteilen, nahezu bis an den Rand. Oh, schmeckt aber gut. Einfach ein paar Zwiebeln. Wer mag, kann den Käse auch drunter machen. Das ist ganz euch überlassen. Was denn? Das ist Zwiebel. Magst du nicht. In meinem Fall ist das Speck. Könnt ihr natürlich gerne auch, wie im Original, durchwachsenen Schinken nehmen. Und wie alles, was gut ist, kriegt auch das hier eine Portion Käse oben drauf. Davon bereite ich mir jetzt einfach noch zwei weitere vor. Ich muss gucken, wie ich die kurz zwischenlager. Und dann sehen wir uns gleich, wenn die Dinger in den Ofen wandern. Boah, zwei Stück hier drauf zu kriegen, ist jetzt natürlich ein bisschen schwer. Mit minimaler Überlappung vielleicht. Ich versuche das hier mal so gering wie möglich zu halten. Ja, ja, macht das mal so. Ja, und dann in euren vorgeheizten Ofen. Nicht so wie bei mir, der ist noch nicht ganz vorgeheizt. Einfach so lange rein, bis ihr meint, okay, ist schön braun, sieht knusprig aus. Genauso wie ich es habe. Guck mal. Gefahr laufen, dass mir der Rand zu dunkel wird, hole ich sie jetzt raus, obwohl ich es sogar sehr gerne mag, wenn der Käse nicht ganz so dunkel ist. Das Ganze holt ihr euch jetzt hier irgendwie wieder runter. Jetzt muss ich hier ein bisschen hin und her tricksen. Einmal den da drauf, dann den hier rüber. Oh, das ging gerade nochmal gut. Ja, ja. Dann den hier drauf. Und wenn die Schwaben jetzt noch nicht ausgerastet sind, kommt jetzt spätestens der Zeitpunkt, wenn ich das Ding aufschneide wie eine Pizza. So, den Kollegen einmal kurz rüber auf den Teller gezogen hier. Und das ist es. Ganz unspektakulär. Mexikanischer Flammkuchen mit Tortilla als Grundlage. Also im Grunde genommen angelehnt an die Elsässer, aber eben nicht im Original. Ihr müsst auch nicht extra Tortillas holen, sondern es gibt auch fertigen Flammkuchenteig. Der geht natürlich auch vollkommen klar. Ich wünsche euch guten Appetit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch die schnelle Nummer gefallen hat, einmal kurz Like drücken, Abo auf den Kanal und auf jeden Fall gerne einen Kommentar da lassen. Bis zum nächsten Mal bei Salesfried.